Heute zu Gast Andreas Pietschmann. Ja, hallo. Wen haben wir da? Na, einer der vielseitigsten und meistbeschäftigten Schauspieler des Landes. Und dabei immer unglaublich attraktiv. Du lügst. Na gut, der ehemalige Fast-Profi der Würzburger Kickers kann zum Glück auch ganz anders. Es ist auch ein Riesenspaß, wenn man so extreme Masken hat. Also wo dann irgendwie eine Fresse zum Vorschein kommt, die eigentlich nichts mehr zu tun hat mit dem, wie man mal ausgesehen hat. Oder mit seinem echten Leben zwischen Steve McQueen, glühender Fußballleidenschaft, lila Pause und natürlich Jasmin Tabatabai. Und alles, was daraus entsteht, ist das Paradies. Jetzt kommt uns der Fremde aus der Grimme-geehrten Serie Dark als spooky Künstler in der ZDF-Mystery-Produktion Der Schatten. Aber mir ist auch nicht nach Arbeiten. Dann mal raus aus dem Dunkel und direkt ins Licht von Studio 3. Herzlich willkommen, Andreas Pietschmann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Danke für die Einladung, ich freue mich auch. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie dabei sind. Schön, dass auch Sie dabei sind bei Studio 3 live aus Babelsberg. Und das auch heute mit schönen Geschichten aus unserer Region. Und gleich sind wir auch dort live vor Ort, wo Berlin und Brandenburg in den Sommer mit ganz, ganz viel Musik startet. Und Sie, Andreas Pietschmann, Sie sind heute auch gestartet mit einem tollen Job, wie ich finde. In den Tag gestartet als Juror beim Finale des Vorlesewettbewerbs, beim Bundesfinale sozusagen. Mhm. Wie war's denn? Das muss man sich mal vorstellen. Das war aufregend und das war auch ganz toll. Da haben insgesamt 530.000 Kinder in dieser Altersstufe teilgenommen, landesweit, also bundesweit, die in vielen Vorausscheidungen ausscheiden in den Klassen und dann in den jeweils größer werdenden Bezirken. Jeweils die Landessieger ermittelt haben. Und diese 16 sind heute miteinander, gegeneinander, miteinander, würde ich sagen, zu einem Bundesentscheid angetreten. Diese 16 Kids, diese Landessieger, die waren heute hier bei uns im RBB im Studio und sind dort also gegeneinander angetreten. Wir haben da auch Bilder noch mal vom heutigen Vormittag. Da sehen wir, dass sie also vorgelesen haben natürlich. Und da ging es nun darum, aus diesen 16 Landessiegern den oder die Beste zu küren. Wie sind Sie in die Jury gekommen? Spasti. Ich bin kontaktiert worden und gefragt worden, ob ich denn Lust hätte, mitzumachen. Unsere Tochter hat selber auch schon mal mitgemacht beim Vorlesewettbewerb. Das machen ja alle Kinder, die dann in der 6. Klasse etwa sind. Und weil ich ja viele Hörbücher auch eingelesen habe und auch Kinderserien gemacht habe und dadurch eine Affinität zu Sprache, zu Kindergeschichten habe, wurde ich dann gefragt, ob ich teilnehmen kann. Und das war wirklich erstaunlich, auf welchem Niveau und mit welcher Könnerschaft die Kinder da vorgelesen haben. Sie haben eine Entscheidung am Ende getroffen. Ich gucke auf den Zettel, ich habe es noch nicht ganz genau aufgeschrieben. Gewonnen hat am Ende Mika Eckelhoff aus Niedersachsen. Mhm. Was hat Sie an ihm so begeistert? Ach, er war unglaublich frisch und er hat unheimlich gut vermocht, sowohl die direkte Sprache im Dialog als auch seine inneren Monologe, seine eigenen Gedanken auszudrücken und das auch voneinander abzusetzen. Das hat uns dann bewogen zu sagen, ich glaube, er muss den Preis bekommen. Aber alle waren gut, alle hätten einen Preis bekommen können. Die Wahl war wahnsinnig schwierig und das waren wirklich alle großartig. Wir können uns mal von seinem Können kurz überzeugen. Er hat nämlich einen Auszug gelesen aus dem Buch »Ist Oma noch zu retten?« Pia, bist du noch dran? Ja klar. Also Oma, die kann jetzt leider nicht. Sie ist... Ich guckte zu Schnorrer und verzog das Gesicht. Auf der Toilette. Pause. Ach so, dann sag ihr doch, sie soll mich gleich zurückrufen. Das wird schwierig, weil sie ist... Schnorrer war fertig mit dem Putzen und miaute in meine Richtung. Ja, das war es. Sie ist sehr heiser. Sie hat gerade fast keine Stimme. Ich nickte Schnorrer dankbar zu. Mika, vielen Dank. Das klingt richtig gut, muss man schon sagen. Ne? Ich sag ja, die haben wirklich alle sehr, sehr gut gelesen. Und es ist so wichtig auch, dass es solche Wettbewerbe gibt, glaube ich. Ich habe auch noch mal gelesen jetzt im Zuge dieses Wettbewerbes. Ich glaube, nur jedes vierte Kind, sagt eine aktuelle Studie, kann nach dem Schluss der Grundschule eigentlich, sage ich mal, sinnmäßig lesen. Also vorlesen nach dem Sinn, was die Geschichte ist. Ich finde es erschreckend. Ich finde es auch erschreckend. Ich war auch überrascht über diese Zahlen. Das hätte ich mir nicht so vorgestellt, dass es sicherlich auch noch mal verschlechtert worden durch die Corona-Krise, wo der regelmäßige Unterricht und die gemeinsame Lektüre oder die aufgetragene Lektüre für die Kinder in der Schule fehlte. Denn das ist natürlich eine krasse Zahl. Also da muss natürlich was sich daran auch ändern, denn das ist ja quasi der Startschuss und die Möglichkeit für die Kinder in ihre Zukunft. Es ist natürlich notwendig, dass sie lesen können. Deswegen sind solche Wettbewerbe, die animieren zum Lesen und
das Anteasen und dazu verleiten besonders wichtig. Haben Sie als Kind gern gelesen? Ja, ich habe schon gern gelesen, aber ich habe mich noch lieber bewegt. Dadurch, ich habe es schon getan, aber ich hätte mehr lesen können. Und ich wäre auch manchmal froh gewesen, das mehr getan und zu haben. Und Ihren Kindern, lesen Sie den jetzt vor? Das haben wir immer gemacht, ja. Wir haben immer von klein auf den Kindern vorgelesen. Jetzt ist der Letzte auch schon fast 10 Jahre alt. Da ebbt das so ein bisschen ab, weil sie auch selber lesen können und sollen. Aber das war uns immer sehr wichtig und haben wir immer gemacht. Also es war ein Ritual. Wenn Sie jetzt als Schauspieler Texte lernen, machen Sie das so vor sich hin, murmelnd oder dann auch laut lesend? Das ist eine Mischung. Also ich versuche sie mir erstmal so zu vergegenwärtigen, aber ich spreche sie dann auch schon mal laut einerseits zum Ausprobieren und andererseits, weil natürlich dann das Gehör beim Merken mitspielt. Und dann hilft es schon, wenn ich es auch mal spreche und dann merke ich, wo habe ich die Schwierigkeiten oder wo komme ich nicht drüber weg. Da hat jeder so ein bisschen seine Tricks und das gehört dazu. Nun sind es 2 Schauspieler zu Hause mit Jasmin Tabatabai an ihrer Seite. Ich habe mir überlegt, lesen Sie sich gegenseitig auch mal vor? Bekannte machen das. Die gehen abends sozusagen ins Bett und lesen sich gegenseitig etwas vor. Ich finde es eine schöne Vorstellung. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ja, haben wir auch noch nicht ausprobiert. Nee? Echt? Also das haben wir noch nicht gemacht. Man kann sozusagen, wollte jetzt nicht unterbrechen. Nein, kein Problem. Es ist halt jeder auch mit einer anderen Lektüre wahrscheinlich gerade beschäftigt und will weiterlesen. Deswegen. Und die beiden lesen sich immer gegenseitig aus ihrer jeweiligen Lektüre vor. Also da liest es völlig spannend. Ich find's, ist eine neue Idee. Ja, bei uns im Studio 3 live aus Babelsberg ist der Schauspieler Andreas Pietschmann heute zu Gast, über den ich immer wieder jetzt im Vorfeld gelesen habe. Also auch die Bezeichnung Mystery Man des deutschen Films. Können Sie was anfangen mit diesem Titel? War mir nicht so bewusst, aber ich glaube, das hängt einfach mit dem Zufall zusammen, dass ich jetzt nacheinander in mehreren Mystery- oder sogenannten Mystery-Formaten war und daran auch Gefallen gefunden habe und das ein Genre ist, was mir sehr gefällt, aber es ist natürlich Zufall. Und warum gefällt es Ihnen? So geheimnisvoll bin ich gar nicht. Warum gefällt es Ihnen? Ich mag das gerne, wenn der Zuschauer mitdenken kann, wenn der Zuschauer herausgefordert wird und nicht nur einfach berieselt wird und dann im besten Falle, wie wir das bei manchen Formaten kennen, dann nach 20 Minuten nochmal alles aufgeklärt wird und dann wird es nochmal wiederholt, damit auch wirklich keiner aussteigt, sondern wenn der Zuschauer wach bleiben muss, auf jedes Detail achten muss, mitraten kann und sich seine eigenen Geschichten spinnt, das mag ich gerne. Wobei, Sie waren ja nun bei Dark, super erfolgreiche Thriller-Serie, Mystery-Serie, dann 1899 war auch super erfolgreich, im Tatort aber auch mitgespielt. Die Deutschen lieben ihren Krimi. Wo ist so für Sie der Unterschied zwischen Krimi und dann auch diesen Mystery-Serien? Naja, der Krimi ist ja meistens daraufhin ausgelegt, dass ein Fall aufgeklärt werden muss. Es ist zumeist ein Verbrechen geschehen, also im meisten Fall ist es wirklich so, dass das Verbrechen bereits geschehen ist und dann muss man rausfinden, wer ist denn dafür verantwortlich. Es gibt manche Ausnahmen, wie die tolle Serie meiner Frau, Letzte Spur Berlin, da weiß man nicht wirklich, ob diese vermisste Person einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Vielleicht ist sie auch einfach nur verschwunden. Vielleicht hat sie sich auch bewusst abgesetzt und sowas. Das heißt, da ist noch nicht unbedingt ein Verbrechen dahinter. Und diese Serien bei Netflix, die ich gemacht habe, diese Mystery-Serien, haben natürlich einen längeren Atem. Weil die gehen über viele Folgen und der ganze Horizont ist dann noch breiter als bei einem Fall. Aber das hat alles seine Berechtigung und macht auch alles Spaß. Also die Tatorte haben ja auch viel Spaß gemacht. Und das Mystische können Sie jetzt aber gerade auch wieder ganz aktuell zeigen in einer ZDF-Serie für ZDF Neo, aber auch für die ZDF-Mediathek, Der Schatten. Da geht es um eine Reporterin, und zwar Nora, die zieht aus Berlin nach Wien. Richtig. Und da passiert dann schon was ziemlich Spezielles. Was denn? Ja, etwas ganz Besonderes. Ein tolles Motiv, mit dem diese Serie beginnt. Und zwar bekommt sie eine Prophezeiung. Ungefragt, ungewollt. Eine Bettlerin prophezeit ihr plötzlich, dass sie an einem bestimmten Datum, es ist der 13. August, am Prater in Wien einen Mann namens Arthur Grimm töten wird. Also ihr wird prophezeit, dass sie töten wird. Und das ist natürlich eine unglaubliche Sache. Also ich meine, wo kommt das her? Kann das wahr sein? Was ist das für eine Prophezeiung? Ich mag das deswegen, das ist ja ein häufiges literarisches Muster, was es gibt. Sprechen wir von Ödipus oder von Macbeth oder sowas. Und ist das jetzt eine Prophezeiung, die sich erfüllen wird, die sich selbst erfüllt oder die sich eben nicht erfüllt, weil derjenige, den sie betrifft, alles dagegen unternimmt oder ist er überhaupt, hat die Macht, etwas zu unternehmen oder nicht? Und damit kommt ein Stein ins Rollen, den Melanie Rabe, die Romanautorin, dieser Roman liegt zugrunde, da einfach toll entworfen hat. Und dann entwickelt sich ein spannender Plot. Und diese Nora, die trifft dann auch auf ganz verschiedene Menschen, trifft dann eben auch auf den Mann, den sie verkörpern. Und das ist ja der, ich sag mal so, ziemlich spezielle Künstler. Speziell, ich würde ihn schon als speziell bezeichnen. Ein sterbenskranker Künstler, kann man auch sagen, und zwar Wolfgang Balder. Und dass er so speziell ist, davon können wir uns ganz kurz auch überzeugen.
Ich mag Menschen mit einer klaren Haltung. Nichts ist langweiliger als Diplomatie. Ich erkläre Ihnen in Ruhe, was ich vorhabe. Und dann entscheiden Sie, ob ich es wert bin, dass Sie Ihre Zeit an mich verschwenden. Betrachten Sie das eine Art letztes Kunstwerk. Das letzte Experiment gilt mir selbst. Ich habe über nichts mehr die Kontrolle. Und Sie können mir dabei zusehen. Selbst Ihren Tod inszenieren Sie als Kunstwerk. Lassen Sie mich wissen, wie Sie sich entscheiden. Der Schatten läuft bei ZDF Neo und in der ZDF Mediathek sind alle 6 Folgen schon zu sehen. Das ist eine Serie, und ich habe sie mir angeschaut, komplett, die einen ziemlich in den Bann zieht, nicht loslässt auch, so ging es mir jedenfalls. Und ich habe mir die Frage dann doch gestellt, was würdest du machen, wenn du auf einmal so eine Prophezeiung bekommst? Haben Sie sich auch Gedanken darüber gemacht? Ich habe nicht so konkret, weil das ja auch meine Figur nicht betrifft. Und dieser Wolfgang Balder, den ich spiele, mit anderen Dingen befasst ist. Aber natürlich habe ich mich gefragt, würde sowas mir prophezeit werden, was mache ich? Also ich würde natürlich bei einer solchen Prophezeiung versuchen, mich dagegen aufzulehnen. Und ich würde es wahrscheinlich aber für absurd halten und sagen, lass mich doch in Ruhe mit eurem Kram, was redest du? Nein, natürlich passiert das nicht. Nur wird aber durch viele andere Geschehnisse in dieser Serie die Nora Richter sehr verunsichert. Es entstehen komische Dinge und dann fragt sie sich eben doch aufs Neue und immer mehr, was ist eigentlich mit dieser Prophezeiung? Mehr will ich nicht verraten. Nee, und der Wolfgang Balder spielt da auch eine Rolle mit, natürlich, im ganzen Umfeld, kann man ja sagen, der ja auch sehr ambivalent ist, finde ich. Ne? Also der hat ja so verschiedene Seiten. Ist das auch das, was Sie gereizt hat an diesem Exakt. Typen? Also das war das. Das ist ein Künstler. Ich bin nicht ausgewiesener Experte in der Kunstszene. Das war also auch interessant für mich, mich mal da hineinzubegeben und mich kundig zu machen und zu recherchieren. Und da gibt es diesen Widerspruch zwischen diesem übersteigerten Narzissmus, den dieser Künstler hat, der dafür alles in die Waagschale wirft und riskiert und auch Opfer bringt, einerseits. Und andererseits ist er sterbenskrank und weiß, er hat nicht mehr lange zu leben. Und das ist ein tolles Spannungsfeld. Das hat mich sehr interessiert. Und nun ist er derjenige, über den Nora Richter ein großes Porträt schreiben soll. Und dadurch kreuzen sich ihre Wege und was daraus entsteht, kann dann der Betrachter sich ansehen. So ist es. Wollen wir nicht zu viel verraten. Genau. Eingebracht als Schauspieler, aber auch äußerlich eingebracht mit der Brille, die er trägt. Also er hat ja eine ganz spezielle Brille auf und das ist auch wirklich ihre Brille, die Sie sozusagen tragen, aber Sie brauchen gar keine, ne? Im Normal. Naja, ehrlich gesagt, zum Lesen ist es jetzt schon mittlerweile gut. Mittlerweile schon, ja, das ist schon Sie gut, haben sie mitgebracht? Wenn die Buchstaben stramm stehen und nicht irgendwo rumtanzen, ehrlich gesagt. Also aber kann ich sie besser lesen, ja. Sie haben sie mitgebracht, weil es ist eine Brille, die eine ganz besondere Geschichte hat. Naja, in der Tat, ich habe also, wenn ich übrigens gewusst hätte, dass jetzt dieser Ausschnitt kommt, hätte ich kein blaues Hemd angezogen. Jetzt sehe ich aus, als wäre ich gerade in der Rolle. Bin ich gar nicht, das ist Zufall. Ich habe dann nach etwas gesucht, weil diese Figur relativ weit weg ist von mir, die kann ich nicht so einfach schnell von mir wegspielen, habe ich noch nach einer Verzerrung, nach einer Entfremdung und nach einer Irritation gesucht und dachte, Mensch, vielleicht könnte der Brille tragen, was ich selten tue. Und erinnerte mich, dass ich mal vor vielen, vielen Jahren, 20 Jahren oder so, habe ich mir einen Oldtimer gekauft, der noch ganz billig war und zu verkaufen war. Es war ein sehr alter Wagen, der wenige Vorbesitzer hatte. Und im Handschubfach ruhte diese Brille, die offenbar dem Vorbesitzer Jahrgang 24, 1924 gehörte. Und das war wie so eine Christophorus-Plakette in diesem Auto. Das habe ich da immer drin gelassen. Das ist der Talisman, damit dieses Auto gut fährt und ich sicher fahre. Und dann dachte ich, da ist doch diese Brille. Dann lasse ich mir da Fensterglas reinmachen und dann spiele ich mit der. Sah super bescheuert aus, wie ich fand. Finde ich nicht. Zunächst. Jetzt sind geschliffene Gläser drin, also das geht nicht. Das ist jetzt wieder fürs Lesen gemacht. Und dann haben wir Fensterglas reingemacht und ich habe damit gespielt. Als ich es dann gesehen habe, fand ich, siehst ein bisschen aus wie Jürgen Klopp. Stimmt. So. Und den verehre ich sie sehr und finde es ganz toll. Dann dachte ich, wenn die irgendwann einen Bioclip von dem machen, wie sagt man, einen Biopic? Ein Biopic, dann... Dann habe ich mich beworben. Nein, aber das hat mir einfach geholfen, da eine Entfremdung zu schaffen. Und deswegen dachte ich, ich mag solche kleinen Geschichten, weil diese Brille hat was mit mir zu tun. Andererseits hat sie mir für diese... Und Figur geholfen. Haben Sie mitgenommen in diese Rolle. Wie steht es denn um Ihre gesanglichen Qualitäten? Reden wir nicht drüber. Gut, ich musste manchmal im Theater, weil dann irgendwelche Country-Abenden oder sogar Musicals gemacht wurden. Aber ich würde mal sagen, es ist nicht mein Spezial. Und welche Rolle hat sozusagen als Kind Theater und Fernsehen in der Familie Pietschmann gespielt? Das war sehr rudimentär. Diese Kindheit lief ja auch schon vor einiger Zeit ab. Und da gab es 3 Sender.
als ich Kind war und wir durften nicht so viel fernsehen und es gab noch nicht so viel zu sehen. Natürlich habe ich das geliebt, wir haben es gemacht, aber es gab nicht so viel zu sehen. Aber es waren viele Kinder, es sind 5 Geschwister, 6 Kinder insgesamt. Ich kann mir vorstellen, da ging es bei Familie Pietschmann gut zur Sache, oder? Da war was los. Ich glaube, ja, es ging hoch her. Wir waren also wirklich viele Kinder, 5 Jungs auch und alle 6 sind wir alle sehr sportbegeistert und das war entsprechend laut und die Nachbarn mussten sich überlegen, ob sie bleiben. Und sind sie geblieben? Nicht alle. Aber ich habe mir dann immer noch nachgerechnet, es sind also 6 Kinder. Wenn die jetzt alle auch noch Kinder haben, dann müssen ja die Eltern, also einige Enkel... 16 Enkel haben meine 16? Haben meine das Eltern sind tolle Familienpartys. Ich würde sagen, da ist was los. Ja. Sie waren dann bei der Bundeswehr auch, haben dann da ihre Zeit abgesessen. Danke, ich wollte es jetzt. Gut. Ja, das war so. Es war Wehrpflicht, normale Wehrpflicht. Das war so üblich in der Gegend, in meiner Umgebung, in meinem Umfeld, das zu tun. Ausgemustert wurde ich nicht, weil ich Leistungssportler war. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt ziehst du es durch. Ja, und abgesessen mit so einem Schokoriegel, ne? Mit der Pause. Ich war in einer Abteilung, die nicht zu mir passte, weil ich da nicht helfen konnte. Ich war in so einem technischen Bereich und ich hätte die Panzer oder was immer da stand, LKWs nur noch mehr kaputt gemacht, anstatt sie zu reparieren. Und deswegen saß ich so im Büro und das war langweilig oder für mich. Ich war einfach, das war Pech, dass ich da ankam und dann habe ich mir die Zeit so in die stündliche lila Pausen eingeteilt. Und war das auch die Zeit, die Sie dann zum Theater gebracht hat und zum Spielen? Durch Zufall, ja, weil ich in der Tat nach einem Ausgleich suchte, nach was mich noch darüber hinaus beschäftigt und nicht nur meine Zeit kostet, sondern mich auch anregt. Und da bin ich durch Zufall in eine Amateurtheatergruppe reingerutscht, die mich mitspielen ließ und das hat mir so eine neue Idee, so einen neuen Ausblick gegeben. Wie war der erste Moment auf der Bühne dann? Das habe ich ehrlich gesagt geliebt. Und das war mir nicht bewusst, weil ich das in der Schule nie gemacht hatte, immer nur Sport. Und dann stand ich plötzlich auf der Bühne und merkte, okay, das taugt mir, das ist nicht schlecht. Ich kann hier stehen und zeige was. Ich hatte auch nicht viel zu tun. In meinem ersten Stück musste ich überhaupt keinen Satz sagen, nur einmal aufstehen, laut rülpsen und wieder hinsetzen. Das war alles, habe ich hingekriegt. Und aber das war ein Startschuss in der Tat. Ein Rülpser war der Anfang der Schauspielkarriere, kann man so sagen. Es war dann die Westfälische Schauspielschule in Bochum. Das hat auf Anhieb geklappt, das ist auch nicht immer so. Viele Kolleginnen und Kollegen, auch die bei uns schon hier zu Gast waren, sagen immer wieder, es hat gedauert, bis wir dann an der Schauspielschule angenommen wurden. Ja, das dauert manchmal. Das ist lustig, da sehe ich gerade ein Bild, was ich noch nie gesehen habe. Können Sie sich erinnern an dieses Bild? Wo ich glaube, das ist im Deutschen Theater. Das müssen die 10 Gebote gewesen sein, hier in Berlin, vor nicht allzu langer Zeit. Ja. Und da hatte ich Glück, ja. Denn das ist ja nicht nur jetzt einfach das ist ja nicht ein Zeichen von Qualität, sondern du passt zu dem Konzept, was die Lehrer haben und die sehen was in dir, dass sie sagen, okay, dann nehmen sie dich auf. Und da ging das in der Tat sehr schnell. Was haben die Eltern dann damals gesagt? Ich werde Schauspieler. Um Gottes Willen! Nein, meine Eltern waren da wirklich sehr cool. Die haben mir natürlich schon zu verstehen gegeben, überleg dir gut, ob du glaubst, davon leben zu können irgendwann. Denn das ist natürlich für sehr viele auch eine brotlose Kunst. Und nur wenige Schauspieler auch in unserem Land können tatsächlich von diesem Beruf leben. Das ist nun mal so. Aber sie haben mich immer unterstützt, wofür ich sehr dankbar bin. Ging ja dann über Bochum, Hamburg, am Ende jetzt dann auch nach Berlin. Ich glaube, seit 2007 sind Sie in Berlin. Ungefähr 6, 7 habe ich so langsam gewechselt zwischen Hamburg. Warum Berlin? Das war irgendwie eine logische Folge. Ich komme aus Würzburg, aus Franken. Dann habe ich lange in Bochum gelebt, 7 Jahre. Dann habe ich in Hamburg gelebt, 7 Jahre. Zwischendurch mal in Frankreich gewesen, um die Sprache zu lernen. Und dann war irgendwie die logische Konsequenz, dann die nächste große Stadt, wo viel passiert, nach Berlin zu gehen. Und eben meine Partnerin und Frau, mit der ich zusammenkam, lebte auch bereits in Berlin. Dadurch macht es Sinn. Also Berlin bietet beruflich sehr viel natürlich, viele Möglichkeiten, tolle Theaterbühnen. Sie haben ja ein deutsches Theater, Maxim-Gorki-Theater und. Gibt es viele Möglichkeiten. Was bietet Ihnen Berlin noch privat so an Freizeitmöglichkeiten? Was machen Sie da gern? Verbringe schon die meiste Zeit mit der Familie. Also ehrlich gesagt, die tollen Ausgehmöglichkeiten, die es in Berlin gibt, habe ich nie geschmeckt. Weil als ich kam, dann fing sofort Familie an und dann sucht man das nicht mehr so oder hat keine Zeit mehr dafür. Aber es gibt einfach alles. Es gibt so ein großes kulturelles Angebot. Es gibt Museen, es gibt so viel zu sehen. Und wenn Sie mal was für sich machen, Motorrad fahren? Das mache ich sehr gerne. Aber da fahre ich natürlich lieber raus. Wie sind Sie aufmerksam geworden auf das Sonnenhof-Hospiz in Pankow? Das ist in Pankow und weil ich nicht so weit weg von dort lebe, ist es mir einfach mal aufgefallen. Wir haben es mal besucht und dadurch hat sich dann die Zusammenarbeit angebahnt. Ist ja so ein Ort, wo Familien Hilfe bekommen, die werden da entlastet. Man begleitet natürlich auch beim Trauern dann und beim Verabschieden. Wenn Sie dort sind, was empfinden Sie dann?
Es ist zwiespältig, denn es ist natürlich ein trauriger Ort in einer Hinsicht, weil dort Kinder betreut werden, die lebensverkürzt erkrankt sind, die sterben werden, aller Voraussicht nach. Aber gleichzeitig ist es ein Ort voller Zuversicht und voller Hingabe. Ich bewundere die Menschen, die da arbeiten, die wirklich mit allem, was sie haben und mit einem großen Enthusiasmus sich kümmern, nicht nur um diese Kinder, sondern auch um die Familien und dafür sorgen, dass die Familien bei ihren Kindern sein können in den letzten Monaten, nun nicht weg sein müssen wegen Arbeit. Deswegen ist es einfach ein Ort der Hoffnung auch für mich und der Zuversicht. Es hat auch was Positives und sehr emotional da. Man merkt, wie sehr Sie sozusagen sich dafür engagieren, auch innerlich natürlich engagieren und deshalb auch diese besondere Motorradtour, die Sie da gemeinsam mit dem MC Hermsdorf immer wieder machen. Eine weitere Leidenschaft neben dem Motorradfahren ist dann auch noch, und Sie haben schon angesprochen, das Sportliche, der Fußball. Ja, ja. Du kannst übrigens gerne du zu mir sagen. Das ist ja, können wir gerne machen. Ja. Zumal wir Leidensgenossen sind, muss ich sagen. Genau, wir sind ich bin ja älter, ich darf das anbieten. Okay, wir sind fußballerische Leidensgenossen. Tatsächlich. Die Würzburger Kickers haben den Aufstieg nicht geschafft in die dritte Liga. Ne? Mein Verein Energie Cottbus auch nicht. Ich weiß, gegen den gleichen Gegner. Und gegen Unterhaching. Ja. Also von daher kommen. Wir hätten nur gegen die gewinnen müssen. Ja, tut mir leid. Ja, das tut mir auch leid. Machen wir nächstes Jahr. Aber du warst selber auch mal Spieler bei den Würzburger Kickers. Ne? Ja, also, ja. Wie war diese Zeit als Fußballer? Ja, das war mein Spiel. Das war mein Sport und damit habe ich die meiste Zeit verbracht. Ich habe sehr schnell begriffen, dass, davon bin ich heute noch überzeugt, dass der Ball das tollste Spielzeug ist, was jemals erfunden wurde. Das ist auch jetzt noch so. Da kann jede Konsole, jedes iPhone kann da einpacken dagegen. So. Und deswegen habe ich damit gespielt, Tag ein, Tag aus und ich habe es geliebt und dann eben auch Fußball gespielt. Auf welcher Position? Ich war immer Stürmer eigentlich. In der Jugend war ich Stürmer, dann musste ich in der ersten Herrenmannschaft dann auch manchmal ins Mittelfeld, das so, weil ich technisch begabt war, hauptsächlich mehr als körperlich. Ich war nicht so robust. Das wurde dann schon schwerer, aber ich habe gerne vollstreckt. Und sportlich warst du sozusagen, wer hat dich da so geprägt als Fußballer? Naja, alle, die damals, wie gesagt, da bin ich ein Kind der 70er und 80er Jahre, groß Fußball spielten als Franke, also aus Bayern-stämmiger, auch wenn Franken das eigentliche Bayern, das Nordbayern ist. Da ist man natürlich Bayern München-Fan, das sucht man sich auch nicht aus, das wurde ich, das macht man ja auch, das sucht man sich nicht aus, das passiert, das wurde ich schon, bevor ich laufen konnte. Und Karl-Heinz Rummenigge war ich einfach ein großer Fan damals, weil der Torschütze war. Wenn du jetzt auch als Bayern-Fan wirfst du dann, wenn du in Berlin lebst, auch so einen Blick auf das, was die Berliner Vereine machen, Hertha, Union? Natürlich. Ja. Ich interessiere mich generell für Fußball und ich habe nicht nur einen Verein, hatte öfter das Glück, bei Union im Stadion zu sein, auch bei Hertha. Ich liebe das zu gucken und die Unioner haben jetzt einfach einen tollen Erfolg gehabt. Aber so eine Profikarriere kam dann nicht in Frage. Ich meine, du hast bei den Kickers ja gespielt, ich glaube, vierte Liga, dritte Liga. Nein, ich weiß nicht, ob ich das gepackt hätte. Also mir haben so ein paar Leute gesagt, versuch doch mal, mach doch mal. Und ich hatte einfach nicht den Biss, glaube ich, mich so zu quälen. Denn Profi zu werden, da gehört sehr viel dazu. Mhm. Ausdauer, sich quälen können und so. Und ich weiß nicht, ob es geklappt hätte. Ich habe es dann. Aber dein fußballerisches Talent hast du unter Beweis gestellt, ja auch schon mal in einem Film. Und zwar FC Venus. Angriff ist die beste Verteidigung. Mhm. Mit tollen Kollegen, muss man wirklich sagen. Christian Ulmen, ja. Nora Tschirner, Anneke Kim-Sarnau, Hans Hönig und. Und eben auch Andreas Pietschmann. Und da hast du fußballerisch gezeigt, was du drauf hast. Aha. Hi. Da ist er doch. Hi. 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 Hallo. Ah! Hey, Menno, spinnst du wohl? Kleiner Scherz. Spielst den Freund eines schwulen Fußballers. Einmal Klischee bedient, haben wir gerade schon beide gesagt. Ne? Ja, Wahnsinn, wenn man das so nach so langer Zeit mal wieder sieht und denkt sich, okay, das würde man auch nicht mehr so machen. So ist es. Ne? Aber du hast es wirklich drauf gehabt. Ich habe mich gefragt, war das wirklich das, was du konntest oder wurde ein bisschen gedoubelt? Naja, das war ehrlich gesagt, das ist sogar schade. Ich erinnere mich, weil das ist einmal geschnitten und das hat eigentlich ohne Schnitt geklappt. Die haben dann halt nur von der einen Kamera jetzt mal in die andere gegangen. Da hatte ich Glück. Würde es immer noch klappen? Ich würde gerne den Test machen, Andreas. Nein, komm, lass uns den nein. Test machen. Wir haben einen Ball besorgt. Es kann nur in die Hose gehen. Lass uns nach vorne gehen, einmal. Es kann nur in die Hose gehen. Ja, ich würde, dann blamiert man sich. Du hast ja gesehen, es hat ja mal geklappt. Es hat mal geklappt. Ah, ich glaube, ich habe eine Zerrung. Komm, jetzt kommt der Schauspieler durch. Guck, wir haben einen Ball. Jetzt kriege ich auch einen Ball. Warum ich jetzt einen Ball? Oh, da wird er schon. Naja. Nicht schlecht.
Jetzt warst du im Weg. So, von da jetzt war ich im Weg. Jetzt haben die Kollegen mir auch einen Ball gegeben. Ich würde den dir geben, weil das ist nichts für mich. Also ich bin ehrlicherweise, deine Begeisterung für den Ball, und du sagst ja auch gerade, ist bei mir nie angekommen. Also von daher, es gibt Menschen, ich bin... Doch, jetzt ist sie angekommen. Jetzt ist sie angekommen. Nicht schlecht. Gibt es etwas auf deiner Lebens-To-Do-Liste, was du dir noch erfüllen möchtest und vielleicht auch sozusagen noch nicht erfüllt hast, was du vielleicht noch nicht erreicht hast? Gibt es da irgendetwas? Fußballerkarriere AD, hast du gesagt, aber Schauspieler erfolgreich. Gibt es noch was anderes? Oh, es gibt ganz vieles, was ich noch machen will. Aber es ist jetzt nicht so, dass das so Ziele sind, wo ich denke, erst dann habe ich erreicht, was ich schaffen muss. Ich bin glücklich, wenn meine Familie glücklich ist, gesund ist und wir gut leben. Und ich habe Wünsche, ich will noch über so viele Berge laufen und die Alpen überqueren und zu Fuß und alles Mögliche. Aber ich habe kein Ziel, wo ich sage, das muss klappen und sonst werde ich nicht glücklich. Das alles könnte dann möglicherweise in einer Andreas Pietschmann-Autobiografie stehen, was du dann so erlebt hast. Hast du mal darüber nachgedacht? Lieber Biografie, nicht Autobiografie. Andreas Pietschmann ist bei uns. Wäre das was für dich, sozusagen jemand anderem dein Leben zu erzählen und daraus dann eine Geschichte machen zu lassen? Ich finde es sehr interessant, denn ich weiß auch um den Wert der Vergangenheit und der Geschichten, die man irgendwann nicht mehr erzählen kann. Ja. Ich überlege mir das mal. Was gibst du deinen Kindern mit auf den Weg? Was ist dir da wichtig? Zusammenhalt, Familie. Wichtige Werte auf jeden Fall. Ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst. Herzlichen Dank, Andreas Pietschmann. Viel Erfolg für die Mystery-Serie jetzt nochmal Der Schatten. Wie gesagt, in der ZDF-Mediathek zu sehen. Dankeschön. Vielen Dank.